herzlich willkommen zurück. Du, Metal Hellsinger. Ich weiß nicht, was ich von dem, was ich heute vorhabe, halten soll, aber ich habe ja gesagt, ich will mich so ein bisschen an den Marterungen weiter versuchen, bevor ich die Story weitermache. Und dafür wollten wir in Yelm weitermachen. Ich habe offscreen noch ein paar Mal rum versucht, aber um ehrlich zu sein, nicht wirklich gut abgeschnitten. Wir legen einfach mal los. Killen im Rhythmus. Schauen wir doch mal, dass wir das hinbekommen. Also, wir haben Pass, Terminus und die Höllenhunde. Treffer im Takt fügen erhöhten Schaden zu und 40 Dämonen im Takt töten. Okay. Nein! Scheiße! Warum müssen solche Schildfritzen dabei sein? Noch. Ja, geschafft. Okay. Hätte nicht geschafft, dass ich das beim ersten Mal direkt schaffe. Aber ich nehme mal an, das letzte Mal, als ich das offscreen so ein bisschen versucht habe, war ich wirklich komplett neben der Rolle. Neue Marterung. Erobern sie, um dein Siegel zu verbessern. Ja, okay. Das ist dann wahrscheinlich irgendwo einfach freigeschaltet worden, wo ich jetzt erst Rhythmus Killen im Rhythmus 2 machen musste. Serienwahrer Siegel. Du kannst zweimal Schaden nehmen oder den Takt nicht treffen, bevor deine Taktschlagserie abbricht. Ja, okay. Okay, was war Waffentrickserei? Ich erobere die Marterung eine Verbesserung Atompatronen. Ach, wir starten es einfach mal. Du hast keine Kontrolle darüber, welche Waffe du führst. Jedes Mal, wenn du einen Gegner tötest, wird dir eine andere Waffe zugeteilt. Ach ja, genau, das war das. Vulkan, die Höllenhunde und, Asiphone. Ich mal Pass, okay.
Fuck. Oh yeah, that's metal. Das war jetzt nicht wirklich schwer. Also die Waffentricksereien sind recht einfach, habe ich so das Gefühl. Man muss nur den Takt treffen und nah genug an den Gegnern bleiben, dass jede Waffe Schaden macht. Da habe ich jetzt schon Rang 3 freigeschaltet, na meine Güte. Die ersten 4 Angriffe nach einem Waffenwechsel verbrauchen keine Munition. Ja, das ist tatsächlich gar nicht mal so schlecht. 4 Angriffe. Damit hätte ich jetzt in der Theorie, mit der Armbrust beispielsweise, wenn ich wechsle, 6 Schuss, bevor ich nachladen muss. Vielleicht keine schlechte Idee. Aber Meister des Exorzismus muss ja jetzt natürlich auch mal noch irgendwann gemacht werden. Kills per Exorzismus sind das Einzige, was in diesem Reich zählen. Das könnte natürlich ein Problem werden. Beziehungsweise es war schon mal ein richtig großes Problem. Zeit auf mich geschossen hat. Hab's irgendwie nicht gefunden. Irgendwas hat doch da geschossen. So eine große Fliege müsste das gewesen sein, aber ich weiß nicht, wo die war. Meine Gegner weggenommen.
Güte, ey. Machen. Meine Güte, ey, das ist enorm knapp bemessen. Okay, wir bleiben einfach bei Persephone und versuchen so gut wie möglich zu spielen. Oh, komm schon! Sorry, ich sehe echt nicht, wie das überhaupt gehen soll. Ich sehe nicht, wie diese Marterung überhaupt funktionieren soll. Wahrscheinlich muss ich mir da echt einen Guide zu anschauen, aber wir versuchen mal eine andere. Okay, wir müssen jetzt echt mal was anderes versuchen. Dieses Meister des Exorzismus ist ein Bullshit und ich komme einfach nicht weiter. Meister der Abschlachtung. Ja, okay, das können wir vielleicht schon eher machen. Oh, this guy, Glacia Labulis, head executioner of a particular hell I won't name. Glacia's realm was created when his bloody past, caught up with him. Only way to escape his torment is to be a better executioner, so perfect your ballet of murder, because that's what it'll take to come out on top. Abschlachtungen sind das Einzige, was in diesem Reich zählen. Okay, ich meine, das ist machbar. White colors are action, dreams you can read.
Mann, ey! Habe ich jetzt gerade echt einen Gegner mit Pass vernichtet, bevor ich ihn abschlachten konnte? Oh, das lief gerade so gut. Und dann zum Schluss versaue ich es wieder. Mann, ey. Neustart. Komm schon in den Rhythmus rein. Willst du mich jetzt eigentlich verarschen? Wie häufig kann man eigentlich ein Timing versauen? Schon. Eine noch. Also. Sweet victory. Oh mein Gott. Meine Güte, ey, meine Nase juckt mich die ganze Zeit so. Das ist gerade furchtbar, wenn man versucht, sich auf das Timing zu konzentrieren. Wenn perfekte Bewertungen erlangt werden, nimmt der Zorn um 10% zu. Ich meine, okay, das ist jetzt nicht schlecht. Aber ich glaube, ich bin nicht gut genug, als dass ich das genug ausnutzen kann. Aber ich will hier Meister des Exorzismus. Ich will das auf jeden Fall noch irgendwie schaffen können, aber mir fällt gerade echt nicht ein, wie. Machen wir mal noch hier dieses Killen im Rhythmus. Vielleicht kann ich das ja noch hinkriegen. Oh je. Terminus, Höllenrabe und Pass. Oh mein Gott. Ich muss ja genau in dem Moment spawnen und diesen Scheiß machen. Ich versuche mir da oben ein bisschen Gesundheit zu holen.
Also vom Schaden her sind die Raben hier aber schon ganz gut mit dabei. Nur nicht das Timing verbauen und dann geht's eigentlich. Nein! Oh komm, so kurz vorm Ende! Dad Moore. Wie viel hätten mir denn jetzt gefehlt? Mann ey, so knapp. Aber na gut, das kriegen wir hin. Ich würde aber sagen, das ist für heute dann auch der letzte Versuch. Bleiben. Dieser eine Arsch hier meint immer, er muss irgendwo hängen bleiben. Schon. Just a little taste of the sevens. Meine Güte, ey. Okay, ein letzter Versuch will ich jetzt noch. Es ist machbar. Ich habe es zwar beim ersten Mal fast geschafft, aber es ist ein bisschen nervig. Meine Kills weg, ey. Diese Waffen sind so ein bisschen ein Jonglier-Akt, habe ich so das Gefühl.
meine Güte, ey. Mir fehlt so ein bisschen echt das Leben dazwischen drin. Kann schlecht gleichzeitig ausweichen, die ganze Zeit schauen, dass ich jedes Mal im Takt treffe. Das wird schwer, das wird enorm schwer. Und wenn ich nicht immer mal wieder eine Abschlachtung machen müsste, um mein Leben zurückzubekommen, dann wäre das deutlich machbarer. Aber ich nehme zu viel Schaden momentan noch. Warum verfehle ich jetzt ganz zum Schluss diesen einen Typen? Er steht nur noch rum da. Ach komm. Ich glaube, ich werde für heute einfach mal aufhören. Nee, ich glaube echt, ich muss für heute aufhören. Ich komme wirklich, entweder komme ich in den Rhythmus nicht mehr rein oder ich treffe nichts mehr. Na gut. Vielleicht mache ich beim nächsten Mal dann auch tatsächlich mit der Story ein bisschen weiter. Nihil würde mich jetzt langsam aber sicher auch interessieren. Und es kommen ja noch ein paar Level. Und ich weiß auch eh nicht, ob ich alle Marterungen überhaupt schaffe. Weil manche davon sind echt ein bisschen blöd. Hier, Meister des Exorzismus. Meiner Meinung nach enorm bescheuert gemacht. Aber was will man machen? Was will man machen? Das war's für heute mit Metal Hellsinger. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ja, je nachdem mache ich dann entweder Marterungen oder mit der Story weiter. Bis dahin, tschüss.